Hallo, herzlich willkommen bei Haus und Werkstatt 24. Heute geht es uns um die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten von kleinen Campinggeräten, wie zum Beispiel den Scotty Grill. Wir haben dort vor einem halben Jahr den Kontakt mit Scotty Grill bekommen, haben für die speziell ein Anschlussset für die große Propanflasche auch auf den Markt gebracht. Und wir haben natürlich dadurch, dass wir dort schon führend sind mit kleinen Gaskartuschen, kleinen Gasflaschen, auch noch andere Möglichkeiten, dort diesen Grill zu betreiben, speziell mit Propan zu betreiben, dass man eben auch wirklich bei jeder Witterung damit arbeiten kann und dass man die relativ teuren Gaskartuschen einfach nicht mehr braucht. Und vor allen Dingen auch teilweise sogar sehr viel komfortabler das Ganze nutzen kann, weil wir das alles mittlerweile mit Schnellkupplung ausgestattet haben. Deswegen möchte ich jetzt gerne mal alle Varianten noch mal kurz zeigen. Die Standardvariante ist ja eigentlich bekannt. Das heißt, der Grill wird geliefert. Dann nimmt man sich eine Kartusche mit dem normalen Euro-Gewinde dran. Das ist 7/16 Zoll. Das wird ganz einfach hier mit Rechtsgewinde draufgeschraubt. Ist dann auch sofort betriebsbereit. Das ist also überhaupt keine Hexerei. Das ist sofort montiert, aufgeschraubt. Und schon könnte man jetzt das Ganze anzünden. Wollen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich die anderen Varianten hauptsächlich zeigen. Gaskartusche kann jeder. Ja. Die gibt es auch fast überall zu kaufen. Das ist also überhaupt kein Problem. Diese Gaskartuschen sind erhältlich. Aber es kostet so eine Flasche eben immer fast um die 10 Euro. So eine kleine Gaskartusche mit 10 Euro hält sicherlich eine Weile 445 Gramm Gas. Das ist eine Menge Zeug. Da kann man schon einige Stunden mit grillen. Aber die Kartusche wird weggeschmissen, wenn sie leer ist. Man muss wieder losrennen, sich eine neue holen. Wie viel komfortabler ist es doch, wenn man eine große Flasche stehen hat, im Campingbereich ist und sagt, ich kann mit meiner Campingflasche direkt den Grill betreiben. Dafür haben wir, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit der Firma Scotty Grill dieses Anschlussset entwickelt. Wir haben noch ein separates Video gedreht, wo wir die Montage von diesem Set bis hin zur Dichtheitsprüfung mal gezeigt haben, weil gerade speziell diese Verbindung vom Druckregler zum Schlauch, die muss schon sehr fest gezogen werden. Da muss man eine Maulschüssel nehmen, sonst kriegt man das nicht dicht. Das nur als Hinweis. Also wie gesagt, das ist eine Variante, da kann ich einfach mit dem normalen großen, ich kann es mal zeigen, da wird einfach an den großen Druckregler, an die große Flasche der Druckregler angeschraubt. Der Druckregler hat 2,5 Bar konstant. Der wäre eigentlich gar nicht nötig, weil der Grill selber, der kann mit so einem Flaschendruck gut umgehen. Also der braucht auf keinen Fall diesen Druckregler. Viele Kunden haben aber uns signalisiert, dass sie das ganz gut finden, wenn da nochmal ein Druckregler drin ist, um den Druck zu reduzieren, dass der nicht komplett auf dem Schlauch lastet, der ganze Druck, der Flaschendruck. Es ist aber eigentlich rechtlich nicht nötig, weil wir Hochdruckschläuche verwenden. Die sind bis 30 Bar zugelassen. Und praktisch ist es eigentlich auch nicht nötig, weil der Grill selber, der arbeitet ja mit diesen Gaskartuschen. So, und hier haben wir ein Butangemisch drin. Manchmal sind sogar auch Propan-Butangemische drin. So, und wer in der Schule aufgepasst hat bei Physik, der weiß, dass ein Gas eine bestimmte physikalische Eigenschaft hat. Egal in welcher Abfüllung das ist. Ob ich das in einer großen Kartusche drin habe oder in einer großen Flasche oder in einer ganz kleinen Kartusche, im Feuerzeug oder irgendwo. Der Druck eines Gases, was dort erzeugt wird, ist immer identisch. Der ist nur abhängig, nicht von der Größe des Behälters, sondern der ist abhängig von der Außentemperatur. Also je höher die Temperatur, desto höher wird der Druck hier drin sein. Und natürlich auch in der großen Flasche. Das bedeutet, der Druck in der kleinen Kartusche und der Druck in der großen Flasche ist im Prinzip identisch. Und wenn ich diese Flasche ohne Druckregler hier anschließen darf, dann kann ich davon ausgehen, dass diese Düse, dieser Brenner, der da drin ist, für diesen Druck, für diesen Gaskartuschendruck oder auch für den Flaschendruck geeignet ist. Also brauche ich auch keinen Druckregler dafür. Ganz im Gegenteil, viele denken, mehr hilft viel oder viel hilft mehr. Das bedeutet, die nehmen dann noch irgendeinen Campingdruckregler, der mit 50 Millibar dann versucht, hier diesen Grill zu betreiben und da kommt dann einfach zu wenig Gas durch. Also der braucht einfach diesen Flaschendruck, der hier drin ist, um vernünftig zu brennen. 2,5 Bar, wie wir das hier auf dem Druckregler haben, ist noch ausreichend, also das funktioniert auch sehr gut. Aber es wäre, wie gesagt, nicht nötig. Kommen wir zu unserer nächsten Variante. Also wie gesagt, wäre es jetzt angeschlossen. Ganz wichtig, dass man diese Teil mit Linksgewinde wirklich richtig festzieht an dem Druckregler. Ansonsten kriegt man es nicht dicht. Dichtheitsprüfung ist immer wichtig. Ich mache das grundsätzlich mit einfach so einem Reinigungsmittel, also Geschirrspülmittel und ein bisschen Wasser, ein Pinsel. Und dann wird einfach, werden die Stellen im Prinzip, wenn sie offen sind, wir haben das Ventil drin,
wir können das ja, wir können es ja mal montieren. Wir montieren es komplett. Wir machen als erstes den Adapter, der wird einfach hier mit Rechtsgewinde reingeschraubt. Handfest reicht da völlig. Da ist auch eine Dichtung drin. Die Schnellkupplung wird montiert und schon kann ich das Ding aufdrehen. Es ist dicht, gehen wir mal von aus. Das probieren wir jetzt auch, indem ich jetzt hier einfach mal mit Seifenlauge das ablauge. Hier sieht man zum Beispiel, hier habe ich das nicht sauber festgezogen. Das ist mal eine gute Sache. Hier sieht man wirklich mal, dass man damit schon sehr, sehr gut feststellen kann, ob was dicht ist oder nicht. Das heißt, ich habe hier, und obwohl hier eine Dichtung drin ist, das nicht sauber festgezogen. Dafür gibt es diesen Schlüssel. Den muss ich natürlich, also ich glaube, man sieht das, wie hier die Blasen schlagen, kann man sehen. So, und jetzt muss ich natürlich das einfach, war nicht richtig festgezogen, war überhaupt nicht festgezogen, war bloß handfest gezogen. Und das ist natürlich handfest immer so eine Sache. Jetzt habe ich es festgezogen und jetzt sieht man auch, es kommen keine weiteren Blasen mehr raus. Das war ein guter Beitrag, dass man es mal sehen kann, dass man mit so einem einfachen Mittel, da braucht man keinen Lecksuchspray, mit so einem einfachen Mittel wirklich so eine Undichtigkeiten sofort erkennen kann. Ist alles dicht. Hier können wir auch nochmal gucken. Das haben wir ja auch, dafür ist es ja da. Schäumt nichts, nur das, was ich selber an Schaum rangebracht habe, ist dort an Schaum da. Also dicht, völlig problemlos. Diese Variante funktioniert natürlich grundsätzlich sehr gut. Mit der großen Flasche überhaupt keine Frage. Aber die große Flasche ist natürlich sehr, sehr unhandlich. Die kann ich nicht, oder die nehme ich nicht unbedingt jetzt auf dem Fahrrad mit, weil ich, wenn ich mal irgendwo hinfahren möchte zum Grillen in die Natur. Deswegen haben wir bei Haus und Werkstatt 24 kleine, wiederbefüllbare Propanflaschen im Sortiment. Das hier ist eine 0,5 Kilo Propanflasche mit Abgang nach oben. Das ist eine 0,5 Kilo Flasche mit Abgang zur Seite. Das ist ein bisschen komfortabler, wenn man das hier nutzt. Kippt nicht so schnell um. Und wir haben eine 1 Kilo Propanflasche mit Abgang nach oben. Die würde es auch mit Abgang zur Seite geben. Also kann man sich bei uns im Shop aussuchen. Ich zeige am besten mal, wo man solche Sachen gut finden kann. Bei uns im Shop Haus und Werkstatt 24, HOW 24, geht man einfach auf die Variante Freizeit. Und wenn Freizeit jetzt öffnet, da haben wir dort Camping, weil das gehört schon so zum Camping dazu. Und hier haben wir auf jeden Fall, wenn man das sieht, Schnellkupplungssysteme für Camping. Das ist das, worüber wir reden, dass wir sagen, wir haben alles mit Schnellkupplung ausgestattet, damit man das ordentlich dort und auch schnell, sicher verbinden kann, ohne irgendwelche Werkzeuge später. Gehen wir hier mal rauf in diese Kategorie und da sieht man schon, Bestseller oder nicht Bestseller. Die ist relativ neu eröffnet. Das ist dieses Set, was wir eben gezeigt haben. Bei uns hier knapp 32 Euro. Also ein bezahlbares System, um den normalen Grill oder auch andere, wie gesagt, andere Gasgrills oder andere Kocher, die mit diesen Gaskartuschen arbeiten, an die große Flasche anzuschließen. Also es geht natürlich bei allen, die dieses Gewinde oder die diese Kartuschen benutzen, kann ich natürlich überall dieses Teil verwenden. Davon können wir ausgehen. Und wenn man jetzt mal reinguckt, dann sieht man, dass wir sämtliche Gewindesorten, die dort in diesem Bereich üblich sind, auch als Anschluss im Sortiment haben. Da sind wir im Moment die Einzelnen in Deutschland. Die anderen haben das alle noch nicht. Die haben wir wirklich uns anfertigen lassen. Es gibt dort immer mal eins von einer Sorte oder so. Bis hin zur, und das ist natürlich der Hammer, ich kann selbst meine große 5 Kilo Propanflasche mit einer Schnellkupplung versehen, dass ich dort auch, wenn ich im Campingbereich bin, einfach und mit diesem Schlauch ran, ich könnte hier im Prinzip den Druckregler weglassen und hier eine Schnellkupplung ranmachen, dass ich ganz schnell das montieren kann. Ist natürlich nicht so oft gefragt, aber ich werde das noch zeigen. Wir wollen ja diese Flaschen auch noch füllen. Da ist es mit einer Schnellkupplung dann eine schöne Sache. Also wie gesagt, selbst das ist möglich. Und wir haben, hier haben wir das mal zu sehen, hier haben wir dann solche Sets zusammengestellt, wo man sagt, es ist die 0,5 Kilo Flasche und das komplette Anschlusssystem, um zum Beispiel den Scotty Grill dort an einer wiederbefüllbaren Propanflasche anzuschließen. Und da kommen wir jetzt mal dazu. Das wäre jetzt im Prinzip das, was ich jetzt mal zeigen möchte. Das kostet im Moment um die 50 Euro. Wir werden da wahrscheinlich jetzt, die Preise sind gerade wieder gestiegen. Wir werden wahrscheinlich jetzt auf 60 Euro gehen müssen mit dem Preis, weil einfach dort die ganzen Komponenten wirklich sehr, sehr viel teurer geworden sind. Aber ich denke, das ist immer noch eine sehr sinnvolle Alternative, weil erstens in den Kartuschen ja kein Propan drin ist, kein reines Propan. Das bedeutet, ich habe mit Propan schon eine bessere Verbrennung. Ich habe die Möglichkeit, dass ich bei niedrigen Temperaturen arbeite. Und wie gesagt, hier durch das Auffüllen dieser Flaschen kann ich so viel Geld sparen. Ich kann Reste, die ich noch drin hatte hier, weil ich vom letzten Camping noch was drin ist, kann ich mir da reinfüllen und das immer wieder auch nachfüllen. Also wenn ich vom Campingurlaub zurückkomme und hier ist die halbe Flasche leer, kann ich die wieder auffüllen. Also man ist schon mit diesen Flaschen sehr, sehr, sehr flexibel. Oder wenn ich unterwegs bin und ich habe das Set
Das komplette Set ist geeignet. Und das muss man wirklich sagen, dass man sogar gleich auch die Umfüllvariante mit dabei hat. Also ich kann mit diesem Set die Flaschen auffüllen und ich kann diese Flasche an diesem Grill betreiben oder an einem anderen Kochergrill dergleichen betreiben. Und das ist eben schon dann vom Preis her wieder akzeptabel. Und ich würde jetzt gerne mal die Zusammenstellung dieses Sets zeigen. Dazu demontiere ich erstmal diese alte Variante. Jetzt kommen wir zu dem Set, was wir dort sehen, was dort im Lieferumfang ist. Das ist als erstes die 0,5 Kilo Flasche. Wird von uns mit einem ordentlichen Aufkleber versehen, mit den Sicherheitshinweisen und wie es bedient wird, auch wie es befüllt wird. Eine sehr praktische Geschichte. Wie gesagt, ist nicht besonders schwer, wiegt etwas über ein Kilo, die ganze Flasche. Und der Vorteil bei diesen Flaschen ist, man kann sie wirklich nicht überfüllen. Wir haben hier ein Sicherheitsventil drin mit Siphonröhrchen. Das heißt, wenn hier beim Füllen nachher wird man das sehen, wenn hier Gas ausströmt, weiß man genau, die Flasche ist so voll, wie man sie maximal füllen darf. Man braucht ja immer noch dieses Sicherheitspolster, das ist ja Vorschrift, dass sich, wenn Propan sich erwärmt, wird das Volumen größer und entsprechend muss dort noch ein bisschen gasförmiges Material drin sein, damit sich das aus oder damit es sich komprimieren kann. Denn Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren. Wenn ich die Flasche komplett voll machen würde und die Flasche um 10 Grad erwärmen würde, würde sie mir platzen, weil einfach flüssiges Propan sich nicht komprimieren lässt. Aber das gasförmige lässt sich sehr wohl komprimieren, deswegen muss hier immer oben so ein Stückchen frei bleiben. Dafür ist dieses Sicherheitsventil geeignet. Wir haben da zwei Varianten. Das ist eins, was zur Seite weggeht, ein bisschen anders gebaut, aber von der Technik her eigentlich identisch. Hier geht das Sicherheitsventil hier nach oben weg und hier ist das Entlüftungsventil dran, die ist schon gefüllt. Man merkt, es passiert auch nichts, wenn man so eine Flasche mal aufmacht, hier kommt flüssiges Gas raus und gut ist. Mehr braucht man da eigentlich nicht. So, und hier haben wir, wie gesagt, ein kleines Ventil dran, was auch wie hier aufzudrehen ist. Und hier ist aber auch das Sicherheitsventil gleichzeitig mit drin. Also das bedeutet, das ist das Sicherheitsventil und das Erflüssigungsventil in einem. Das brauche ich natürlich, um nachher die Flasche füllen zu können. Zeigen wir gleich. Gehen wir weiter zum Lieferumfang. Also es ist, wie gesagt, diese leere Flasche dabei. Wir haben einen 1 Meter Schlauch dabei. Das ist ein Hochdruckschlauch. Das ist ein 30 bis 30 Bar zugelassener Schlauch. Auf beiden Seiten Schnellkupplung. Das ist der Vorteil. Das bedeutet, ich habe hier nie irgendwann Gewinde. Wenn es erstmal einmalig montiert ist, brauche ich danach eigentlich nicht mehr irgendwo mit einer Schlüssel weiter rangehen. Das ist jetzt nur erstmalig, brauche ich das, wenn ich hier an diese Flasche rangehe. Für diese Flasche habe ich eine Schnellkupplung. Und zwar konisch dichtend. Alles aus Messing. Hier Messing, dadurch kriege ich das auch relativ gut dicht. Wichtig ist, man erkennt immer an den Muttern, dass es Linksgewinde ist. Also hier in der Kerbe sieht man, da ist eine Kerbe drin, mittig. Das bedeutet, dieses Gewinde ist ein Linksgewinde. Muss ich natürlich dann auch linksrum festdrehen. Das ist ganz wichtig. So, und das wird wirklich handfest erstmal festgedreht. Dann wackelt man ein bisschen dran, dass es gerade auch sitzt, dass es nicht irgendwie verkantet ist. Gehe dann nochmal ran. Und jetzt kommt es, ich brauche dann einen 19er Schlüssel, um das wirklich einmalig, erstmalig festzuziehen. Das war's schon. Mehr brauche ich an Schlüsseln erstmal nicht. Ich brauche dann später zum Befüllen hier noch einen 10er Schlüssel, um das hier aufzubekommen. Aber das hat jetzt erstmal noch Zeit. Wir wollen jetzt erstmal zeigen, wie das montiert wird. Wir haben, wie gesagt, den Schlauch mit beiden Anschlüssen dran. Das bedeutet, jetzt könnte ich hier, wenn der dann voll ist nachher die Flasche, kann ich die wunderbar hier reinstecken. Ich habe sofort meine Entnahme dabei. Brauche also jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass mir irgendwas undicht ist. Und hier habe ich die weitere Schnellkupplung und im Lieferumfang ist natürlich dieser Adapter, dieser Schnellkupplungsadapter für den Grill dabei. Und wenn ich jetzt den Grill hier sehe, der Grill, da wird das einfach hier reingeschraubt. Das ist Rechtsgewinde wieder, ist auch keine Kerbe drin. Das ist Rechtsgewinde wie die Kartusche, muss ja dasselbe Gewinde sein, wie die Kartusche hat, logischerweise. Nur handfest anziehen, reicht völlig. Zusammenstecken, erledigt. Das bedeutet jetzt sofort betriebsbereit. Wenn ich fertig bin mit dem Grillen, einfach das Ding ab, Flasche zudrehen, hier oben ab. Und ich kann das Ganze verstauen, wegpacken, zack, überhaupt kein Problem, kriegt man wirklich alles wunderbar hin. Und jetzt habe ich natürlich im Lieferumfang, weil irgendwie muss man die Flasche ja voll bekommen. Die Füllservice-Stationen werden sich regelmäßig weigern, diese Flaschen zu füllen. Das ist einfach so, die denken, das ist nicht gestattet, da gibt es so viel falsches Wissen unter den Leuten, das ist teilweise schon erschreckend. Die Vorschrift besagt, jede Flasche darf von denen befüllt werden, wenn dort ein zugelassenes Ventil enthalten ist. So, natürlich ist das ein zugelassenes Ventil, sonst dürften wir sie nicht verkaufen. Also könnte die eigentlich jeder Füllservice könnte die befüllen, wenn er wirklich Propanflaschen befüllt. Aber wir erleben es immer wieder, dass die sich weigern, obwohl wir bieten Adapter an, dass man aus diesem Ventil
normales, großes Flaschenventil machen kann. Das sieht dann so aus. Das könnte man diesen Adapter hier oben raufschrauben. Dann ist das Gewinde, wie bei einer großen Flasche, ist dann also somit sofort auch von einem anderen Propanhändler zu befüllen. Aber wie gesagt, die werden sich im Normalfall weigern. Deswegen kommen wir jetzt ins Spiel. Wir haben natürlich für unsere Kunden einen Schnellkupplungsadapter für die Gasflasche produziert. Das heißt, ich kann an diese 5 Kilo Propanflasche diesen Schnell, der mit im Lieferumfang dabei ist, einfach anschrauben. Linksgewinde. Man sieht auch an der Mutter, das ist alles Handbedienung. Da brauche ich keinen Schlüssel oder irgendwas. Es gibt zwar auch so eine Schlüssel, die man dann, um das zu benutzen hier, aber wenn man mit der Hand nicht so die Kraft hat, aber normalerweise reicht das völlig ohne. Und wenn ich jetzt diese Flasche befüllen will, dann brauche ich wirklich nur noch, das ist jetzt das, wo ich noch dran arbeiten werde, hier einen kleinen Schlüssel, um das zu öffnen. Ich gehe mal in meine Werkzeugkiste. Das ist hier ein 10er Mausschlüssel, mit dem das geht. Da reicht wirklich ein kleines bisschen bloß aufzudrehen. Da braucht man nicht weit aufdrehen. So eine Viertelumdrehung reicht da im Normalfall schon. Je weiter ich das aufdrehe, desto mehr Gas geht beim Füllvorgang verloren und es dauert entsprechend länger. Es muss ja nur ein Druckausgleich sein, dass wenn das flüssige Gas aus dieser Flasche in diese Flasche reinfließt, dass das Gasförmige entweichen kann, damit nicht dieser Gegendruck entsteht. Und so wie das entweichen kann, kann das flüssige Gas weiter nachfließen. Dazu muss ich natürlich diese Flasche auf den Kopf stellen. Machen wir gleich. Wir gehen dazu vorne an den Tisch ran, um das einfach mal zu zeigen, dass man das auch ohne irgendwelche Füllstationen oder dergleichen mal hinkriegt. Man muss natürlich ein bisschen was beachten, dass man eben sich nicht selber gefährdet. Und zwar, dass man immer darauf achtet, dass die Flasche nicht runterfallen kann. Ja, dass die Flaschen gesichert sind. Fangen wir mal an. Wir gehen mal zum Tisch nach vorne. Jetzt haben wir, wie gesagt, das Teil ist ja schon sauber montiert. Hatten wir den 19 mm Schlüssel genommen, also hier kann nichts passieren. Das kann auch wirklich montiert bleiben. Also ich muss da nie wieder ran, wenn ich das so wegpacke, wie ich das selber montiert hatte. Zum Befüllen brauche ich das auch nicht wegpacken, weil ich ja, wie gesagt, die Schnellkupplung so gewählt habe, oder wir haben die Schnellkupplung so gewählt, dass das auch wieder passt. Wir lassen also im Prinzip den Schlauch vom... So wurde der ja auch an dem Grill befestigt. Kann man hier nochmal zeigen. Hier, so wurde das befestigt. Und so kann ich den genauso gut hier oben befestigen. Selbe Schnellkupplung, also völlig problemlos. Eine Sache ist natürlich, diese Flaschen sind oftmals sehr alt. Das bedeutet, da drin ist Rost, Dreck und dergleichen mehr. Das wollen wir, diesen Dreck aus dieser Flasche, der sammelt sich ja immer unten, den wollen wir natürlich nicht hier in die Flasche haben. Das bedeutet, der würde beim Umfüllen, wenn ich Pech habe, auch reinkommen. Deswegen empfiehlt es sich, bevor man wirklich diese Flaschen dort befüllt, ich stelle die mal gleich nach unten, dann hier habe ich das schon aufgedreht, eine Viertelumdrehung, dieses Rad muss ich natürlich auch aufdrehen, so weit wie möglich, dass da wirklich so viel wie möglich auch durchkommt. Dann kann ich die Flasche schon nach unten stellen. So, ja, machen wir so. Und jetzt empfiehlt es sich wirklich, wenn die Flasche relativ voll ist, habe ich ungefähr hier das Level von dem Propan. Das bedeutet, von unten bis da hoch geht das flüssige Propan. Und hier oben ist jetzt Luft. Das ist in jeder Propanflasche üblich, dass hier oben das Luftpolster drin ist. Das ist nötig. Also in so eine Flasche passen vielleicht, ich sag mal, 10 Liter rein vom Volumen her, aber es sind bloß 5 Kilo Propan drin. Das bedeutet, es ist immer so viel Luft oder so viel Propan im gasförmigen Zustand, damit eben nichts passieren kann. Das ist für die Sicherheit wichtig. Also muss ich, wenn ich jetzt hier aufdrehe, kommt es deswegen auch im gasförmigen Zustand raus. Man sieht das. So, und wenn ich die jetzt umdrehe, die Flasche, dann wird man sehen, dass jetzt hier im flüssigen Zustand das Propan rauskommt. Und ich persönlich empfehle immer, die Flasche auf den Kopf zu stellen. Wie gesagt, schön zu sichern hier, dass sie nicht runterfallen kann vom Tisch. Jetzt ist es schon auf dem Kopf. Jetzt ist das flüssige Gas ungefähr in dem Bereich, wird das so sein. Das ist alles flüssig und da oben ist das gasförmige. Und damit wir den Dreck nicht so abfüllen, würde ich immer empfehlen, ein paar Sekunden, das macht man möglichst nicht in der Werkstatt, wie wir es hier machen, sondern das macht man möglichst draußen. Einfach mal ganz kurz aufdrehen. Und da wird man sehen, dass hier ein bisschen Zeug raussprüht. Wenn jetzt hier wirklich Dreck vorm Ventil sich sammelt, weil das ist jetzt, das sinkt ja sofort nach unten. Das sind Metall, Rostpartikel, was die da drin sein könnten. Die würden sofort dann beim Öffnen entweichen, draußen sein und dann können die nicht in die Flasche, logischerweise. Deswegen mache ich immer ganz kurz mal kurz auf, dass der erste Dreck, wenn Dreck sein sollte, raus ist. Nehme mir dann das Ventil, zack. So, wichtig ist, dass es wirklich auch dran ist, dass man da aufpasst, dass es auch sicher ist. Und jetzt kann ich die Flasche einfach aufdrehen. Und man hört schon, ich muss da ein kleines bisschen sogar kleiner wieder drehen. Das ist sehr, sehr weit offen. Das hört man, also ich höre das.
Das kann ein bisschen weniger sein. Wie gesagt, da hilft nicht viel, sondern da reicht wirklich, wenn das ein bisschen entweichen kann, das Gas. So, und jetzt strömt das flüssige Gas über den Schlauch in die Flasche rein und gasförmiges kommt von oben raus. Das bedeutet, das gasförmige macht Platz für das flüssige. Und auf die Art und Weise kriegen wir die innerhalb von wenigen Sekunden, also es dauert normalerweise so 30, 40, 50 Sekunden, wenn man es nicht zu weit aufgedreht hat. Wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu weit aufdreht. Und jetzt wird gleich dort flüssiges Gas ausströmen. Das heißt, so wie dort flüssiges Gas rausspritzt, das sieht man, das ist sofort optisch zu sehen, mache ich beide Ventile zu und dann auch das Sicherheitsventil, wo das entweichen kann, und schon ist die Flasche gefüllt. Das sind natürlich jetzt nicht extrem große Öffnungen, deswegen dauert das schon sehr lange. Na, da ist noch nicht viel drin. Das ist ja Ding. Komisch. Braucht heute aber lange. Na doch, ist schon. Das kommt schon ran. Ah, man sieht jetzt schon, jetzt entweicht das Flüssige. Und dann wirklich zumachen, beide Ventile zuschrauben. Erstmal noch dran lassen und jetzt das natürlich dann auch zumachen. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich es einfach zu weit offen hatte. Man darf das wirklich nur ein bisschen öffnen, damit das dort entweicht. Man sieht doch selber, man sollte mit der Hand nicht so extrem rankommen. Da ist schon, das vereist sofort hier. Also das ist wirklich sehr, sehr kalt jetzt hier. Entsprechend ist auch der Schlauch natürlich kalt. Er ist zwar bis minus 20 Grad geeignet, also man kann ohne Problem jetzt den auch bewegen, ohne dass es kaputt bricht. Das ist also ein winterfester Schlauch. Aber man sollte ihn jetzt möglichst ruhig ein bisschen abkühlen oder ein bisschen erwärmen lassen wieder. Und danach, wenn es dann warm ist, kann man dann ohne Probleme hier, die Kupplung können wir sogar dran lassen. Wir brauchen ja eigentlich bloß die Kupplung hier aufmachen. So. Jetzt ist natürlich hier, wenn man nicht aufpasst, noch flüssiges Gas drin. Das bedeutet, man sollte jetzt, bevor man den anschließt, also in dem Schlauch ist jetzt wahrscheinlich noch flüssiges Gas drin. Deswegen sollte man jetzt möglichst hier die Schnellkupplung abmachen, um das flüssige Gas entweichen zu lassen. Damit wir das flüssige Gas nicht in den Kocher reinbekommen, denn das gibt dann eine Stichflamme, weil das dann mit einem Mal vergasen würde. Das wollen wir nicht. Deswegen kurz abmachen, wieder dran machen. So, und jetzt ist im Prinzip das Ganze schon betriebsbereit. Jetzt stellen wir die Flasche mal weg. Jetzt kann ich schon meinen Grill, und das werden wir jetzt hoffentlich zeigen. So, da wird jetzt ganz normal der Grill mit der Schnellkupplung verbunden. Die Flasche ist jetzt verbunden. Und wir filmen jetzt auch mal rein, ob man das sehen kann, dass dort der Brenner dort vernünftig brennen wird. Muss man natürlich aufdrehen, ohne den Grill aufzudrehen, wird es nicht funktionieren. Wird ganz normal dann geöffnet. Und brennt. Kann man sehen? Ich hätte mal an. Mal sehen. Brennt wunderbar. Und das ist eben eine Sache. Ich kann jetzt mit sehr, sehr wenig Geld, denn das Propan selber ist ja relativ preiswert. Da kostet das Kilo, wenn es hochkommt, also wenn man es wirklich teuer kauft, kostet das Kilo Propan vielleicht 2 Euro. Sagen wir mal 1,60 normalerweise ist der Preis jetzt im Moment für so ein Kilo Propan. Das bedeutet, da kostet eine so eine Füllung, Verlust mit abgerechnet, weiß ich was, kostet vielleicht 90 Cent im Vergleich zu einer Gaskartusche, die ungefähr dieselbe Volumen hat, ein bisschen weniger ist drin, für 9 bis 10 Euro. Also das heißt, spätestens nach 5 Gaskartuschen oder 6 Gaskartuschen hat man dieses komplette Sortiment hier schon wirklich eingespart und man hat noch das gute Gefühl, dass man relativ umweltfreundlich unterwegs ist, weil nicht extra diese Sachen hier teuer durch die Gegend gekarrt werden müssen, sondern man hat sein eigenes Propan. Und wenn man mal wirklich auf dem Zeltplatz ist und die Flasche ist alle, das kann ja immer mal passieren, die hält ja auch nicht ewig. 0,5 Kilo, ich denke mal, vielleicht 5-6 Mal grillen, ich weiß es nicht. Müsste man gucken, wie groß die Steaks sind und wie lange man grillt natürlich. Aber da wird es immer, weil man ja das komplette Equipment dabei hat, um
umzufüllen. Da wird es immer irgendeinen netten Camper geben, der immer sagt, wo man hingeht und sagt, Mensch, kannst du mir nicht mal ein halbes Kilo Propan abgeben? Der wird erstmal staunen, was man hier hat, was man hier für ein Set hat, dass das auch funktioniert. Und mit dieser Schnellkupplungssystem, warum soll der nicht eine Flasche mal kurz zur Verfügung stellen, um ein halbes Kilo Propan abzugeben? Kriegt eine Wurst ab oder ein schönes Steak und da ist er zufrieden. Also auch das noch eine Möglichkeit, wirklich auch an Gas ranzukommen, überall. Egal, wo man ist. Die Leute, die Camper sind freundlich, hilfsbereit. Da wird es nie Probleme geben, irgendwie an Gas zu kommen. Und man hat im Prinzip bei diesen Kartuschen schon eher mal Probleme, wirklich die auch zu bekommen. Dann ist die gerade ausverkauft, weiß ich was, und hat man wieder Probleme. Hiermit wird man eigentlich immer sein Gas haben. Das wäre zu erläutern. Wir arbeiten natürlich noch an vielen weiteren Möglichkeiten. Also wie gesagt, wir haben für diese Varianten natürlich auch noch andere größere Flaschen im Angebot. Also man könnte auch eine 2 Kilo oder 2,5 Kilo Propanflasche nehmen, die wir dort lieferbar haben. Aber ich denke, gerade für so einen kleinen mobilen Grill ist so eine Flasche das Optimum. Jo. Demontage ganz einfach. Hier zugedreht, abgemacht. Abgemacht. Der Schlauch ist jetzt auch gasfrei, weil hier ist es offen. Hier ist er geschlossen, hier ist es offen. So, Flasche ist zugedreht, das weggepackt. Den Adapter logischerweise auch so weggepackt, dass er nicht wegkommt, weil gibt es zwar einzeln bei uns alles, aber warum nachkaufen, wenn man ihn ja schon mal hatte. Das war's. Alles wunderbar wegzupacken und auch wieder schnell zu montieren. Also wenn man wirklich jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne mal grillen, das ist ja schneller gemacht als mit so einer Gaskartusche. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte jetzt grillen, zack, dann gehe ich mit der Flasche ran, zack, zack und sofort arbeitsfähig. Ja, das ist schon mit diesen Schnellkupplungen eine sehr, sehr angenehme Geschichte. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Jo, ich hoffe, es hat euch interessiert, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir haben im anderen Campingbereichen natürlich sämtliche andere Anschlüsse auch. Dafür machen wir ein separates Video noch. Wenn es euch das interessiert, wie man einen normalen Campingkocher zum Beispiel auch mit Schnellkupplung anschließen kann, dann einfach dieses andere Video noch angucken. Aber das ist erstmal hier speziell für die gasgetriebenen Campingkocher und Campinggrills eine Anwendung für wiederbefüllbare Gasflaschen. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es war interessant. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Abonnieren. Schreibt auch, was ihr vielleicht sonst noch sehen wollt. Wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr breites Sortiment. Ich komme oftmals gar nicht auf die Idee, das alles fortzuführen. Ich denke hier, das ist eine sehr wichtige Geschichte gewesen, weil da immer wieder, gerade mit diesen Gaskartuschen, da ist auch so viel Unwissenheit unterwegs. Das muss man einfach einmal öfter ruhig zeigen, damit die Kunden das auch merken. Ich bedanke mich und viel Spaß beim Grillen.